Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Football Manager 2015 hier von Sega mit mir, dem Gorobai. In der letzten Folge haben wir Köln einen Unentschieden abgeluchst. Der FC Bayern ist immer noch Favorit. Er wird in vier... Okay, Gündogan nimmt wieder leichtes Training auf. Das ist gar nicht so schlecht. Wir haben ja ein kleines Verletzungsproblem noch. So, wir können erstmal eine neue Taktik erstellen. Dann nehmen wir dann eine Formation, die... mal mit zwei Angreifern spielt. Aber vier Verteidiger. Ich spiele mal gerne mit vier Verteidigern. 4-3-1-2. Ich glaube, das ist nicht schlecht. 4-3-1-2 ist schon gut. Da machen wir die Mentalität, aber im 4-3 da machen wir Mentalität auch auf Angreifen. Aber die Dynamik ist sehr dynamisch. Und da machen wir ein paar Anweisungen nochmal, wenn sie so spielen sollen. Da sollen sie den Ball nämlich nicht zur Seite klären, sondern die sollen die Verteidiger unter Druck setzen und geduldig spielen. Den Pass auch mal in die Tiefe spielen, kurze Pässe. Nicht über die Flügel, weil die sind ja dann nicht so besetzt, dann lieber durch die Mitte. Das Spiel eng machen. Position halten. Freiräume nutzen sollen sie auf jeden Fall. Die Abseitsfalle. Nein, sie sollen... sie sollen auf jeden Fall mehr pressen. Und hohes Tempo gehen. Ja, ich würde sagen, 9 Anweisungen, das sollte ganz gut sein. Dann gibt es noch eine Formation, die wir machen können. Noch eine dritte. Da spielen wir einfach mal ein 4-4-2 mit einer engen Raute. Das ist ja eigentlich so mein Lieblingssystem. Ein 4-4-2. Das dann auf Konter setzen. Und hier auch nur flexibel. Wenn sie das 4-4-2 machen, dann sollen wir... über die Flügel gehen auf jeden Fall. Das Spiel breit machen. Die sollen die Freiräume nutzen. Den Pass auch mal in die Tiefe spielen, den Ball halten. Ne, sie sollen direkt das Passspiel spielen. Geduldig sollen sie spielen. Und flache Flanken spielen. Dann sollen sie auch, weniger pressen, glaube ich. Enger decken auf jeden Fall und ihr niedriges Tempo spielen, ja. So. Aber wir spielen hier erstmal mit dem. Das sind so die technischen Anweisungen, die ich gegeben habe. Hier Hummels und Weidenfeller immer noch die Kapitäne hier. Das ist alles gut. Gegnerische Anweisungen, nein. Erzielte Tore 19, Gegentreffer sind 6. In der Analyse hier. Der nächste Gegner. Direkter Vergleich. Frankfurt. Haben gegen Hamburg gewonnen. Frankfurt ist ja auch nicht schlecht. Die haben ja auch ein paar gute Spieler hier. Genau, Kevin Trapp ist ja jetzt gerade zu Paris Saint-Germain gewechselt. Das war ja eine Überraschung. Aber natürlich kein Problem. Die sind aber auch alle zu teuer für uns. Marco Russ ist nicht zu teuer. Wen finde ich denn hier im Team immer ganz gut? Ich habe ja Frankfurt mal bei FIFA gespielt hier. Also Waldschmidt ist auf jeden Fall ein richtiges Talent. Den könnten wir auch nochmal verpflichten. Transferangebot. Hier, wenn wir den jetzt für... Was sagen wir denn so? Hier für 300. Für 300 nehme ich den mit. Für 300.000. Und dann bekommt ihr nochmal nach Ligaspieleinsätzen. Also wenn er 30 Ligaspieleinsätze gemacht hat, dann bekommt ihr nochmal 150.000. 5,25 Millionen, okay. Das ist nicht so das, was ich dachte. Okay, machen wir 3,7 draus. Machen wir 4. Dann sind wir rund. Da wechselt dann sofort. Und dann bekommt ihr auch noch einen Prozentsatz beim nächsten Verkauf. Ne? 10% hier Angebot wird gemacht. So. Und wen gibt es noch in dem? Kittel ist auf jeden Fall auch ein junges Talent.
Und hier, wie heißt er noch? Seferovic. Nein, warte mal. Seferovic ist es nicht. Das ist Stendera, genau. Stendera ist auch ein gutes Talent. Ein gutes offensives Mittelfeldspieler-Talent. Machen wir auch mal ein Angebot. Oh, der ist schon so hoch. Hat er so einen hohen Marktwert? Wo war der? Stendera, da. Oh ja, der ist krass. Na gut, aber wenn die Spieler erstmal beobachten. Anpfiff, erste Bundesliga, okay. Wie sind die Spiele ausgegangen? Hat Bayern gewonnen? Achso, ist noch gar nicht heute gewesen. Ist ja erst am Sonntag. So. Dortmund gibt Dauerkartenbesitz. Okay, 55.000 haben Dauerkarten besorgt. Stendera, einmal Bericht gucken hier. Wird den Spieler wohl nicht verkaufen. Nö, ist ja dann auch okay. Geschätzte Kosten, okay. Erfüllt eine Philosophie bezüglich Neuverpflichtung. Ja, es ist gar nicht so schlecht. Ich möchte ihn gar nicht, ich möchte ihn sogar noch weiter scouten. Hier, scout den mal für einen Monat. Da kannst du nichts falsch machen. Hoppala, nee, Fragezeichen wollte ich nicht anzeigen lassen. Deklassiert Mainz, okay. 3:0 sogar. Hummels bittet um Besprechung persönlicher Angelegenheiten, okay. Für den FC Barcelona zu spielen, war immer ein Langzeitziel von mir. Ich habe gehört, dass sie interessiert sein könnten. Also hätte ich gern ihre Erlaubnis zur Verhandlung, wenn ein formales Angebot kommt. Hummels möchte zu Barcelona. Das finde ich generell, ich sag mal, wie es ist, ich finde es generell scheiße. Ich finde nicht, dass er gehen soll. Ich verstehe, dass ihr Herz daran hängt. Aber ich kann sie jetzt nicht gehen lassen. Wenn der Barcelona am Ende der Saison noch interessant ist, werde ich sie gehen lassen. Okay, das will ich am liebsten nicht. Ich schätze ihre Ehrlichkeit, aber ich sehe keinen Grund für eine Diskussion, solange kein Angebot eingegangen ist. Das ist alles hypothetisch. Ich verstehe ihre Gründe, warum sie sich Barcelona anschließen wollen. Und ich verstehe, dass ich jedes Angebot, das für sie eingeht, akzeptieren werde, sobald ich Ersatz für sie gefunden habe. Ich verstehe ihre Gründe, warum sie sich einem Team wie Barcelona anschließen wollen. Und ich verspreche, dass ich jedes Angebot, das unsere Ablösung Vorstellung trifft, annehme. Ich verstehe, dass sie ihre Karriere Pläne haben, aber sie haben noch viel Zeit, diese umzusetzen. Sie müssen uns nicht jetzt schon verlassen. Aha. Ich schätze ihre Ehrlichkeit. Aber sie müssen das wieder hinten anstellen. Ich will sie nicht verlieren. Was ist nötig, um sie zu halten, wenn ein Angebot eingeht? Ich möchte die Medaille der UEFA Champions League gewinnen, um nach meinem Karriereende stolz darauf zurückzublicken. Realistisch gesehen ist das hier nicht zu erreichen. Daher muss ich den Verein verlassen. Ich fürchte, ich kann nicht garantieren, dass wir das gewinnen. Aber ich kann meine Zusage anbieten, dass wir fähig sind, die letzten Runden der Champions League zu erreichen und um diesen Titel mitzukämpfen. Mitkämpfen werden, wenn sie bleiben. Ich verstehe, dass sie nicht glauben, dass dies erreichbar ist, aber ich bitte sie abzuwarten und das Kaliber meiner Zugänge zu bestaunen. Ich verstehe, dass sie ihre Ziele für leicht und fassbar erachten, sobald ich meine Transfers getätigt habe. Eins der ersten beiden ist, glaube ich, das Beste.
Das Problem ist, dass wenn Hummels jetzt verkauft wird, ist es schon Ende August. Wir müssen unbedingt einen Ersatz finden. Ich möchte eigentlich nicht, dass Hummels geht. Was können wir für ihn kriegen? 25,5 Millionen, okay. Dafür kriegen wir noch einen guten Spieler. Jetzt habe ich das nicht fertig gemacht hier. Scheiß die Wand an. Jetzt müssen wir uns nochmal einen Verteidiger scouten. Torwart. Ich brauche Innenverteidiger. Wie viele Torwärter haben wir denn gescoutet hier? Verteidiger links. Nee, so geht das nicht. Scout-Auftrag erstellen. Hier, Stammspieler für die Innenverteidigung. Alle Rollen. Alle Rollen sind okay. Ich brauche einen. Halt! Ich brauche einen Stammspieler. Zentrale Innenverteidigung. So. Hier. Maximal. Ich weiß nicht. Mach mal 15 Millionen draus hier. Alter sollte aber auf jeden Fall nicht 29 überschreiten. Ah, doch, machen wir 30. So, potenzielle Fähigkeiten und so weiter und so fort. Das ist alles gut. Und zwar sehr dringend. Ersatz für Immobile. Jetzt kommen wir weg. So, und jetzt hoffen, dass da was gefunden wird. Hat das von Dortmund abgelehnt. Immer noch 5 Millionen, okay. Angriffsspiel sollen wir jetzt trainieren. Für Frankfurt machen wir das mal. Transferfrist endet in einer Woche. Genau, das wird nämlich das Problem sein. Und ich habe keine Lust, ohne einen guten Innenverteidiger zu gehen. 11. Woche. Okay, da ist keiner von uns drin. Süle ist ja ein sehr guter junger Innenverteidiger. Serie A sollen wir scouten. Sonst hat Juve natürlich auch ganz coole Verteidiger, ne? Chiellini ist jetzt erstmal verletzt. 5 bis 6 Wochen. Bonucci. Auch für 21 Millionen. Was ist mit Bazzali? Auch noch 3 bis... ein paar Wochen... verletzt. Wer hat denn noch gute Innenverteidiger? Wenn er zu Barcelona wirklich wechseln will, da möchte ich ihm, ich möchte mir eigentlich keine Steine in den Weg legen, aber ich möchte halt auch noch. Guck mal, Dortmund hat jetzt für die Gruppenphase der UEFA Champions League 8,6 Millionen erhalten. Das ist krass. Depay. Ist kein Verteidiger, soweit ich mich entsinnen kann. Der auch nicht. Der auch nicht. Baba. Na gut. Wir gucken uns das mal an. Ich würde sagen, das soll es auch erstmal gewesen sein für dieses Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Sadako. Erstmal ciao.